Ja. So, sehr fix. Und wir gehen da mal hin. Ich will das einmal. Ich fahre da nicht einfach so durch. Das dann setzt wahrscheinlich aus vorher. Ich würde es echt gerne probieren, aber das, was mich gerade noch so ein bisschen bremst, ist, dass es so weit runter geht. Also das ist jetzt hier, kann mal eben, ich probiere es aus und wenn es dann nicht klappt, fahren wir wieder zurück, weil wir haben da eine Autobreite und da fährst du auch auf einem Weg nicht einfach mal eben so zurück. So, wir können nicht genau sehen, was da hinten ist, wie viel Wasser da steht. Da habe ich gedacht, okay, das war's. Keine Chance, hier weiterzumachen. Beim Hinlaufen. Ich bin einmal auf den Stein fast ausgerutscht, das war glatt. Das Vertrauen, ja, was der Reifen eben kann auf den Steinen, war weg. Das ist das Problem, du kannst noch so weit rechts fahren. Die linke Seite wird immer hier sein, immer hier, wo es tief ist. Und ich glaube nicht, dass es hier wegbricht, aber es reicht, wenn es sich darüber zieht, das Wasser. Dann das ist echt grenzwertig. Was sagst du da gerade hinten? Also ich glaube, das geht, wenn da nicht so ein paar richtig schmale Stellen wären, so wie diese hier. Ansonsten könnt ihr das gehen? Bloß da ist hinter dem Kreuz, weil ich euch hinter dem Kreuz hat immer so richtig so eine ganz schmale Stelle, wo wir durchpassen, aber wo es ganz schön Schiss macht mit dem Wasser. Da ist halt sehr viel Wasser, was da drauf ist. Ja. Und ich denke, wenn jetzt hier momentan nur Fahrräder fahren, dann ist das so, dass wir nicht immer 10 Mal nach der anderen Fahrräder fahren. Oder 2. Aber das hat niemand. So. Und dann kommst du auf einmal und fährst mit dem Auto darüber. Wow, die sind richtig glatt, die Steine, die sind richtig glatt. Ja,